gibt viele, die aus Mainz hierher ziehen, die aus einem anderen Stadtteil hierher ziehen. Aber auch in den anderen Projekten, die haben Nachfrage aus der ganzen Region, von Wiesbaden, Frankfurt, von weiter weg. Es gibt viele ältere Menschen, wo die Kinder aus dem Haus sind, die eben auf dem Land wohnen, wo die Wohnungen zu groß sind, die Häuser zu groß, die wollen mitten in die Stadt. Und da bietet sich das hier an, weil es ist ein Quartier der kurzen Wege. Argumente sind Nordlage, also gegen den Winterhafen, Eisenbahnbrücke, Einflugschneise. Ja? Man möchte mit Boot und Kind wieder ans Wasser und deswegen wählt man hier die Seite, weil der O-Ton ist, das ist die richtige Seite. So wird's definiert. Wie Sie sehen können, haben wir von drei Seiten Wasser. Es gibt natürlich eine Seite, die hat überhaupt kein Wasser. Also die zum Dock 1. Da liegt der Preis in der Tat bei 5,5 ungefähr, also unterm Schnitt sogar noch. Und weit vorne zum Wasser raus liegt er bei 7,1. War aber bisher für die Leute kein Hindernis. Ganz im Gegenteil, da geht der Fokus gerade drauf. Und was für ein Gewerbe stellen Sie sich vor? Ja, wir haben hier ein sogenanntes Nachtverbot. Das heißt, wirklich bis spät in die Nacht dürfen die Leute nicht aufhaben. Primär, weil der Fokus auf Wohnen liegt einfach. Ja. Weil da drüber auch die 4-Zimmer-Wohnungen sind, die großen. Okay. Ich habe jetzt entdeckt, ich wohne wie gesagt jetzt ein paar Wochen in Mainz. Mainz hat eine tolle Frühstückskultur. Also Frühstück wird hier wirklich groß ausgelebt zwischen 10 und 16 Uhr. Da wird der Fokus hinlegen. Frühstück und dadurch, dass hier quasi 4000 Büroarbeitsplätze noch entstehen werden, auch Mittagsgeschäft. Ganz extrem. Mhm.